Und seid auch gespannt, es gibt heute etwas ganz Tolles zu verlosen, was ganz Exklusives. Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen auf meinem Kanal. Es dreht sich hier alles um Baby, Mama, Schwangerschaft und die Zeit eben nach der Schwangerschaft. Ich dachte mir, ich mache dieses Mal ein ganz besonderes Video zum Thema Wochenbett, weil ich als bald zweifach Mama die Erfahrung gemacht habe, dass das Wochenbett doch recht wichtig ist. Und ich möchte dieses Mal mein Wochenbett richtig schön machen und nicht so hektisch und unorganisiert wie das letzte Mal. Da bin ich ja so ein bisschen reingeschlittert. Ich denke mal, viele von euch kennen das ja auch. Man hört immer, ja, Wochenbett, man muss im Bett bleiben und sich um das Baby kümmern. Aber man kann sich das Ganze ja richtig schön gemütlich machen. Und deswegen möchte ich euch heute meine Wochenbett-Checkliste vorstellen. Die Dinge, die ich gerne für mein Wochenbett benutze. Und seid auch gespannt, es gibt heute etwas ganz Tolles zu verlosen, was ganz Exklusives. Ich freue mich so sehr, dass ich das heute hier in dem Video verlosen kann. Denn meine Hebamme hat hier eine ganz tolle Box rausgebracht. Das ist ihre erste Wochenbettbox. Die stelle ich euch im Laufe des Videos vor und die könnt ihr heute am Ende des Videos gewinnen. Wie, verrate ich euch dann? Also seid gespannt und bleibt auch dran. Die ist ganz frisch auf dem Markt, also ihr seid die Ersten, die die Chance habt, eine Wochenbettbox zu gewinnen. Ich habe mir natürlich auch ein Wochenbettkörbchen hier zurechtgelegt, das ist mein. Und das packe ich jetzt mal gemeinsam mit euch aus und erkläre die einzelnen Dinge, die da drin sind und warum ich die fürs Wochenbett so unbedingt für wichtig halte. Lasst uns mal starten mit was ganz Tollem. Was ist da wohl drin? It's me, Oshi oder Uschi. A panty to forget your period. Also es ist eine period panty, die man aber auch speziell im Wochenbett nutzen kann, Freunde. Finde ich richtig cool. Das ist ein Startup hier aus Berlin. Ich bin so froh, dass ich so eine Uschi testen darf. Und schaut mal her, so sieht eine Uschi aus. Also wie eine ganz normale Unterhose. Und das Gute ist, also sie fühlt sich super weich an, ja. Und hier drinnen ist eine Einlage eingenäht, die es ermöglicht, dass ich, naja, sagen wir mal in Woche 3 des Wochenbetts diese Unterhose tragen kann, ohne Binden tragen zu müssen. Ist das nicht cool? Also sowas gibt es eigentlich noch gar nicht auf dem deutschen Markt. Und deswegen musste ich euch dieses Produkt vorstellen, weil ich es so toll finde und so innovativ. Das muss gezeigt werden. Und ihr könnt einfach mal euch auf der Internetseite austoben und schauen, was euch da so zusagt. Die Oschis halten bis zu 3 Normal-Tampons an Flüssigkeit aus, was ja recht viel ist, ne? Bei manchen Personen reicht das für einen ganzen Tag. Also nach einem Tag wird die Uschi dann gewaschen. Und dann kannst du sie am nächsten Tag nochmal tragen. Man soll die Uschi kurz ins kaltes Wasser halten nach dem Tragen und dann mit Wasser ausspülen und dann mit dunklen Sachen bei 40 Grad waschen. That's it. Aber das ist nichts für die erste Blutung im Wochenbett, sondern erst so ab Woche 3, wie gesagt. Also ich werde wahrscheinlich, wenn ich meine Periode wiederbekomme, die Cups benutzen und dann eben die Period Pants. Finde ich richtig cool. Also schaut es euch unbedingt an. Nicht, dass ich das jetzt für nötig halte, aber meine Freundin hat mir das jetzt einfach mal mitgegeben, weil sie es für sinnvoll gesehen hat. Und ich denke mal, ich werde es einfach mal so ausprobieren. Sie hat mir so einen Gurt geliehen, den man sich so im Wochenbett umschnallen kann. Ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, wie gesagt, aber ich werde dann innerhalb des Wochenbetts darauf mich nochmal beziehen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Aber es schadet ja nicht, es trotzdem mal in diesem Video zu zeigen, weil vielleicht ist das ja eine Anregung für euch, das auch zu nutzen. Sie meinte, es gibt dir so ein bisschen den Halt zurück. Wenn man dann irgendwie Krämpfe hat, dann hilft das anscheinend auch. Für all diejenigen, die stillen wollen, also ich will definitiv stillen, das wisst ihr ja, habe ich jetzt mir einfach mal so ein Fenchel-Anis-Kümmeltee vom DM besorgt. Das ist ja ein Milchbildungstee. Nicht offiziell, aber ein Tee, der zur Milchbildung anregt, sowie auch Malzbier auch. Das hat bei mir ganz gut geholfen, deswegen Fenchel-Anis-Kümmeltee wird jetzt ab sofort immer im Schrank stehen und damit es auch schnell geht, einfach mal so Beutel. Nicht zu vergessen, für die erste Woche
habe ich eine Packung noch von einer Freundin geschenkt bekommen. Die Pelzi-Fließwindeln, steht ja hier dran. Das sind diese hier. Für all diejenigen, die noch in keinem Wochenbett waren. Ja, das ist die Realität. Diese Fließwindel bzw. Binde ist total notwendig. Sogar vielleicht zwei in die Unterhose stopfen. Also da ist es auch notwendig, dass ihr etwas größere Unterhosen besorgt. Also so ein bisschen Omis Unterhosen. Einfach von H&M ein bisschen zu groß, die auch ein bisschen eingesaut werden dürfen. Ich war ja im Sommer im Wochenbett. Und es war richtig heiß und es war auch echt unangenehm, mit diesen Dingern im Bett rumzuliegen. Weswegen ich dann auf die Idee kam, mit Aloe Vera Gel hier rauf schmieren und dann in die Tiefkühltruhe. Das lässt sich natürlich mit anderen Tinkturen oder so auch machen. Dazu habe ich ja auch schon mal mit Karin in einem Video gesprochen, im Wochenbett-Video. Das verlinke ich euch hier, das könnt ihr euch gerne auch nochmal ansehen. Da gibt sie aus Hebammensicht auch nochmal paar Tipps und Tricks fürs Wochenbett. Das zu tragen, also gerade wenn du wund bist von der Geburt und Schmerzen hast, dann lindert diese Kühlung auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den etwas unangenehmeren Teil, denn viele sprechen gar nicht darüber, dass sie vielleicht auch an Hämorrhoiden leiden, durch das ganze Pressen und, ja, natürlich, da ist ein Baby rausgekommen, ne? Leidet dein ganzer Bereich da unten, weswegen ich noch in Erinnerung habe, dass ich für eine leichte Abführung, also eben für einen leichten Stuhlgang, ein paar Hilfsmittelchen benötigt habe, damit meine Hämorrhoiden nicht noch mehr drunter leiden. Also es ist wirklich ein Auf und Ab der Gefühle, ich sag's euch, denn es ist tatsächlich so, man wird kaum Zeit haben, mal auf die Toilette zu gehen. Und wenn, dann beeilt man sich. Und dann ist das natürlich nicht förderlich für die Hämorrhoiden oder gegen die Hämorrhoiden, da nochmal Druck auszuüben. Deshalb lautet die Devise, abführende Lebensmittel sind willkommen. Also ich spreche jetzt nicht von Durchfall oder so, ne? Aber wenigstens ein leichter Stuhlgang. Und den kann ich fördern mit Flohsamen. Das habe ich jetzt auch vom Butni Alnatura Flohsamenschalen. Die kippst du einfach in dein Müsli oder kannst du auch so zwei Löffelchen essen. Flohsamenschalen besitzen ein hohes Quellvermögen und sollten deshalb mit reichlich Flüssigkeit verzehrt werden. Also nicht anders wie Leinsamen. Leinsamen, geschrotete Leinsamen habe ich auch noch. Geburtsvorbereitende geschrotete Leinsamen, damit es besser flutscht. Und dann im Nachgang eben im Wochenbett die Flohsamen nehmen, damit man einen leichten Stuhlgang hat. Wenn das alles nichts hilft, habe ich hier schon mal meine Walla-Creme Quercus-Salbe gegen Hämorrhoiden. Ja, also man kann eigentlich alle Cremes benutzen, die Hamamelis beinhalten und ein bisschen natürlich sind. Ich würde jetzt nur natürliche Mittelchen nehmen im Wochenbett. Walla-Produkte sind immer für Stillmamis super geeignet. Also das habe ich jetzt auch schon übrigens in der Schwangerschaft benutzt und werde es reichlich noch im Wochenbett benutzen müssen, wahrscheinlich. Da bin ich realistisch, ehrlich gesagt. Des Weiteren hatte ich noch in Erinnerung, dass ich damals Sitzbäder gemacht habe, wenn ich mal Zeit hatte. Also es kommt immer aufs Baby an, würde ich sagen. Aber wenn man Zeit hat für ein Sitzbad, dann sollte man sich da was Schönes zusammenmischen. Und es gibt halt auch von Stadelmann so ein Pröbchen fürs Wochenbett. Und da hatte meine Freundin noch was über. Aromasitzbad bei irritierter Haut im Wochenbett. Da ist drin totes Meersalz, Jojobawachs, Kamille, Lavendel, Rosengeranie, Schafgrabe. Erwachsene 3-4 Esslöffel, Teilbad entsprechend weniger. Ja, das ist jetzt nur ein Pröbchen. Man kann sich auch die größere Packung dazu holen. Aber wie gesagt, man wird nicht so oft dazu kommen. Deswegen reicht so ein kleines Döschen vollkommen aus erst einmal. Für all diejenigen, die keine Zeit haben für ein Sitzbad, den kann ich einfach nur on the go so ein Spray empfehlen. Das ist jetzt auch aus der Serie von Into Life ein Recovery Spray. Welches man ja auch als Popo-Wundmittelchen nutzen kann. Fürs Baby und für Mama ganz gut. Einfach untenrum ein bisschen rein ransprühen. Und das soll wohl auch schon richtig gut tun. Und ich bin gespannt auf die Wirkung. Also das wird auf jeden Fall benutzt.
Einmal habe ich hier ein Stillöl. Das soll auch so ein bisschen die Milchbildung fördern. Wenn man die Brust ein bisschen massiert mit dem Stillöl, dann fließt die Milch wohl besser. Und das beinhaltet auch noch ein paar Aromastoffe wie Mandel, Nachtkerzen, Sesam, Walnussöl, Jojoba-Wachs, Anis, Fenchel, Karottensamen, Koriander und Kreuzkümmel, Lavendel, Rose. Das sind alles Milchbildungsaromen. Anis, Fenchel, Karottensamen beispielsweise. Nach wie vor ist das immer noch ein bewährtes Mittel für meine Milchbildung und das ist halt auch super wichtig im Wochenbett, wenn es mal Problemchen gibt, dass ihr ein paar Hilfsmittelchen auch direkt parat habt, dass nicht ein Tag oder so vergeht. Deswegen empfehle ich euch, sowas vorher schon zu besorgen. Dann gibt es hier noch ein Wochenbett-Bauchmassageöl. Das muss man sich jetzt nicht zwingend neu holen. Da reicht ja auch das Öl aus, was ihr schon eh benutzt habt für eure Anti-Streifen-Routine. Anti-Bauchstreifen-Routine. Aber das war jetzt eben auch in dem Pröbchen drin. Und hier sind Sonnenblumen, Mandel, Weizenkeimöl, Grapefruit, Rosengeranie, Schafgrabe, Wacholderbeere, Zypresse drin. Fördert die Rückbildung. Das ist nochmal das Entscheidende, warum das so ein spezielles Öl ist. Wenn es mal wirklich zu Milchstau kommen sollte, wovon ich ja ein Lied singen kann, habe ich mir jetzt schon mal eine Creme besorgt von Veleda auf Anraten meiner Hebamme. Mercurialis perennis Salbe bei eitrigen entzündlichen Hauterkrankungen. Soll wohl Milchstau oder Entzündung so ein bisschen lindern, ne? Aber nichtsdestotrotz müsstet ihr auch darauf achten, Kühlpads dabei zu haben, also Kühlpads, um die Brust zu kühlen und vielleicht so Handwärmer, kennt ihr die aus dem Winter, die so Knicks machen, zum Brüste aufwärmen. Das habe ich benutzt. Brüste aufwärmen, eben damit die Milch besser fließt und die Milchgänge geöffnet werden. Und danach, nach dem Stillen, werden die mit so Kühlpads gekühlt. Das hat bei mir ganz gut geholfen. Die habe ich jetzt hier nicht im Körbchen mit aufgeführt, deswegen sage ich euch das jetzt. Aber nicht jede Frau neigt zum Milchstau, deswegen sage ich das jetzt nur am Rande. Meine Cousine hat mir noch so ein Pack Multi-Mam-Kompressen mitgegeben, die sie noch über hatte. Damit habe ich jetzt keine Erfahrung gemacht. Ich dachte, ich zeige sie euch trotzdem. Vielleicht kennt ihr die ja. Wirkt sofort beruhigend auf wunde Brustwarzen, beugt Infektionen vor, unterstützt die natürlichen Wundheilung, optimiert den Gewebezustand der Brustwarzenhaut. Gel kann unbedenklich geschluckt werden vom Still. Gel enthält nur natürliche Inhaltsstoffe. Dann werde ich das wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Trotz habe ich auch noch einen Nippelbalm. Den Nippelbalm habe ich von Karin bekommen. Das gehört auch zur Serie von Into Life. Das ist der Nippelbalm von Into Life. Das wird verwendet bei wunden Brustwarzen. Und Leute, ich kann euch sagen, ihr werdet wunde Brustwarzen haben. Diejenigen, die jetzt noch nicht gestillt haben, macht euch gefasst und seid bereit. Also holt euch eine Creme, die so ein bisschen unterstützt, die Brustwarzen wieder in Gang zu bringen. Da hilft immer so ein Lanolin-Gel oder Balsam. Und hier ist jetzt beispielsweise noch Shea Butter drin, Wildrosenöl und Neroli-Hydrolat. Die finde ich richtig cool, deswegen, ich habe mir die jetzt besorgt, als die neu im Regal waren. Vor einem Monat hatte ich diesen Einkauf schon gemacht. Ja, wenn ihr euch fragt, was ist denn Ditte hier? Das sind einfach nur Binden, Bio-Öko-Windeln. Hier steht auch nochmal dran, 10-Tag-Binden mit zertifizierter Bio-Baumwolle und fairer Mission. Für mich ist es auch das erste Mal und ich bin gespannt, was die so können. Das sind die Nachtwindeln. Extra long steht hier drin mit 4 Tröpfchen Blut und hier sind 3 Tröpfchen. So, meine Lieben, wir packen jetzt zusammen die Wochenbettbox außerdem aus. Also ich zeige euch mal grob, was da alles drin ist. Ansonsten könnt ihr auch unten auf den Link in der Infobox klicken, denn dort findet ihr die Website von der Wochenbettbox. Ein super tolles Produkt, mit richtig viel Liebe zusammengestellt wurde. Unter anderem sind da auch eben diese 2 Produkte, die ich auch gerade vorgestellt hatte. Das Recovery Spray für untenrum und der Nippelbalm bei wunden Brustwarzen. Da sind eben noch ganz viele tolle andere Produkte drin aus der Into Life-Reihe, nämlich eine richtig große Packung auch des Tees, das Milchmädchen Bio-Kräutertee-Mischung mit Boxhorn, Klee und Verbene, also ein Stillfördertee. Richtig tolle Packung. Hier ist unter anderem auch noch ein
weiches Wochenbett, Bio-Kräutermischung mit Gänseblümchen und Süßholz. Das ist ja wohl toll, 100% Bio. Mega toll, also es gibt mehrere Teesorten hier aus der Serie, die euch auf jeden Fall helfen, die Milchbildung zu fördern. Und für all diejenigen, die noch überhaupt nicht wissen, welche Alternative sie zu normalen Binden nutzen wollen. Da sind zum Beispiel auch jetzt zwei Größen von Bio-Baumwollbinden drin. Also die kannst du wie die Period Panty auch einfach waschen nach dem Tragen, auswaschen und dann in eine schwarze Wäsche geben. Kannst du sogar bei 60 Grad waschen, steht hier. Sehr cool, oder? Auch ganz toll von der Zietenapotheke eine Wochenbettsuppe mit Tragantwurzel und Angelika-Wurzel. Das ist eine Wochenbettsuppe, die soll auf jeden Fall stärken und gesund halten. Nicht nur dich, sondern auch dein Baby. Zur Unterstützung der Heilungsprozesse nach der Geburt. Und hier ist auch noch ein Beipackzettel, dann könnt ihr sehen, wie ihr diese Suppe herstellen sollt. Und so sieht das aus. Dann sind da noch Wollsöckchen drin und ein Wollmützchen, ein Saft von Veleda und ein weiteres Produkt aus der Into Life Serie, nämlich ein Balsam mit Granatapfel und Tigergras für Bauch, Busen und Po. Das ist ja mal wirklich eine richtig coole Box, oder? Also sowas habe ich auch noch nicht auf dem Markt gesehen. So, Freunde, wer jetzt richtig Lust auf diese Box bekommen hat, der kann entweder unten in der Infobox mal auf den Link klicken oder eben hier an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und die Gewinnspielbedingungen lauten: Ihr müsst einfach Abonnent dieses Kanals sein, das Video liken und auch kommentieren, wann ihr im Wochenbett seid und für wen diese Box sein soll. Der Gewinner wird genau in einer Woche ausgelost. Ich werde den Gewinner in den Kommentaren benachrichtigen. Für doppelte Chancen werde ich zudem das Gewinnspiel noch auf Instagram veröffentlichen. Also dort könnt ihr dann gerne auch nochmal kommentieren und auch nochmal den Hinweis hinterlassen, dass ihr auch auf YouTube kommentiert habt. Also den Link zum Instagram-Gewinnspiel findet ihr unter anderem unten in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall Feedback unter diesem Video hinterlassen würdet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein wundervolles Wochenbett, eine schöne Kennenlernzeit mit eurem Baby und natürlich Gesundheit und ganz viel Liebe. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!